Aye, Captains, it's me, the coach. Ihr habt euch irgendwo im World Wide Web so eine Ergola-Schratsche gekauft. Hier gibt's doch so einiges zu beachten, damit ihr auch Freude an dieser Ratsche habt, die ihr natürlich bei mir in meinem Shop gekauft habt. Wenn ihr hier einmal schaut, hier ist so eine kleine Schlitzwelle und die hat hier vorne so eine kleine Kerbe, so einen Schlitz drin. Und genau das ist das Patent der Ergola-Schratsche und das müssen wir jetzt beachten, dass wir die in eine richtige Position bringen. Dazu empfehle ich euch einmal, so lange zu ratschen mit der Ratsche, bis dieser Schlitz, wenn ihr die Ratsche so in der Hand habt, nach oben schaut. Und warum ist das so wichtig? Erstmal Regel Nummer 1, die Ergolasch muss immer mit einer geschlossenen Ratsche gefahren werden. Sonst funktioniert das nicht. Ihr könnt nicht einfädeln oder ausfädeln. Die muss immer geschlossen sein. Regel Nummer 1, merkt sie euch. Jetzt können wir nämlich das Gurtband, wenn dieser Schlitz nach oben zeigt, an jeder beliebigen Ecke einfädeln, ausfädeln, einfädeln, ausfädeln. Wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen über das Losende. Wir brauchen es nicht mehr entdrehen. Wichtig ist nur, dass der Gurt in diese Richtung entdreht ist. Ihr braucht nicht mehr rückwärts in euren Fahrsicherheitsraum reinlaufen, auf die Straße. Lauft nicht mehr Gefahr, dass ihr von irgendeinem Auto mitgenommen werdet. Jetzt empfehle ich euch, das Gurtband ist natürlich drüben eingehakt. Ihr müsst Zug auf diesen Gurt bringen. Diese Kante wollen wir gleich hier oben einfädeln. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr hier die Hauptlast, diesen Hauptzug auf diese Kante bringt. Und jetzt könnt ihr hergehen mit der Kerbe, hakt die Kerbe ein und jetzt müsst ihr in so eine gleitende Bewegung reinkommen. Seht ihr das? Und mit dieser gleitenden Bewegung könnt ihr an jeder beliebigen Stelle einfädeln. Nicht vergessen, unten einhaken jetzt. Das haben wir vorher noch nicht gemacht. Dann fällt es leicht, das einzufädeln. Das andere Gurtband legt ihr jetzt parallel nach oben dazu. Jetzt die nächste Regel, die ihr beachten müsst. Wir wollen ja 2 1/4 Umdrehungen oder 2,5, die ich euch immer empfehle, auf diese Wickelwelle raufbringen. Ganz wichtig, damit das Gurtband sich klemmen kann. Wir holen jetzt lose rein, lassen den Zug hier auf der Ratsche drauf und jetzt fangen wir einfach an zu ratschen. Gucken, dass oben das Gurtband hier parallel bleibt, ganz entscheidend. Ihr ratscht, passt auf eure Finger auf, dass ihr sie euch gleich nicht klemmt. Ihr könnt die andere Hand schon wegnehmen, das Gurtband hat ja gegriffen. Und jetzt bringt ihr den erforderlichen Druck hier rein. Wie viel ist die Empfehlung? Meine Empfehlung ist hier schlichtweg ergreifend 50 Kilogramm, damit wird die Ratsche immer getestet. Wann sind 50 Kilogramm erreicht? Wenn ihr nicht mehr nach oben kommt, das ist jetzt der Fall. Ich mache keinen weiteren rein. Jetzt ganz entscheidend, wir müssen noch einmal in die finale Sicherheitsstellung. Dazu müssen wir jetzt hier diesen Hebel einmal ziehen, diesen Fahrtsicherheitshebel. Zieht ihr einmal, seht ihr, jetzt könnt ihr die Ratsche problemlos zusammenklappen. Ihr kriegt sie nicht mehr auf. Macht noch ein bisschen Gurthygiene, dass keiner drüber stolpert, der sich auf der Ladefläche bewegt. Wie das ausschaut, zeige ich euch mal hier. Das heißt, hier habe ich einmal mit einem Dunello-Clip fixiert. Gurthygiene geht nicht mehr weg, hält im Fahrwindstand. Ich hoffe, euch geholfen zu haben. Wie das gelöst wird, seht ihr da in meinem nächsten Video eingeblendet. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit der Ergolasch, euer Coach.